Ja, hi Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um Real. Ja, ich habe heute den Prospekt drin gehabt. Die gehen wohl davon aus, dass irgendwie doch verkauft wird oder so. Ja, es ist jetzt halt eher das Sortiment, was verkauft worden wäre. Das Video mache ich, um zu sehen, wie sich die Preise zum nächsten Jahr entwickeln. Ja, das soll jetzt nicht irgendwie hier irgendwie die Leute die Laune verschlechtern oder so. Ja, fangen wir hier mal an. Wir haben hier Kometware leider. Ja. Da haben wir hier das Flashback. Ja, wir haben hier drei Fontänenbatterien für 14, nee, für 1949. Bisschen zu teuer. Komet halt. Ebenfalls zu teuer ist das Power Deluxe 2437. Ihr habt hier ein paar Fontänenbatterien. Kleine, ja, Artikel halt einfach nur. Dann haben wir hier ein Set mit 7 Raketen für 9,74 € statt 9,99 €. Ist auch zu teuer. Gibt deutlich besseres. Ja, oder es hätte deutlich besseres gegeben. Kommen wir jetzt zu den großen Sets. Alter. Das hier ist ein Set mit 261 Teilen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Raketen. Ja, die sind mit Zerleger. Ja, ist der Preis meiner Meinung nach nicht wert. Wir haben hier Jugendsortiment drin. Ein paar Knaller und ein paar China-Böller D. Nichts Besonderes. Ja, ich hoffe, man hört meine Mäuse nicht. Die knagen da gerade wieder ihr Haus auseinander. Dann haben wir hier für 12,99 € das Happiness. 2, 4, 6 Raketen. Feuervögel, die sind ganz gut eigentlich. Obwohl, das sind eigentlich die besten Feuervögel, die es gibt. Im Discounter. Vulkane, Fontänen, noch mehr Vulkane. Böller, römische Lichter, ein Anzündstäbchen, eine Goldfontäne. Ja, es geht günstiger, aber ist an sich eigentlich ein schönes Set. Daneben haben wir das Nachtgeschwader, nee, wie heißt es? Nachtschwärmer? Keine Ahnung, kann man so scheiße. Wir haben hier 2, 4, 6 Raketen. Ist das das? Nee, Happiness ist für 30 Euro liegen lassen, definitiv. Sehe ich jetzt erst. Ich dachte, das quotiert zu. Deswegen habe ich gerade so verwundert geguckt. Für 12,99 € kann man das hier mitnehmen. Ja, gibt es auch günstiger, habe ich schon für 10er gesehen bei Edeka. Aber für 29,99 € das hier auf keinen Fall mitnehmen. Lass der Kram zurück liegen. Dann haben wir hier Crash Boom Bang, oder ihr hättet es liegen lassen können, so rum. Ja, ist noch nicht ganz so wahr geworden, dass es wirklich jetzt verboten ist. Ja, haben wir hier Crash Boom Bang, wie erwähnt. 7,99 €, ja, 60-teilig, 68-teilig. Ja, wenn ihr eine bunte Mischung haben wollt, könnt ihr euch das mitnehmen, ist aber auch recht teuer, weil für den Preis bekommt ihr schon zwei ganze Schinken, Debeler. Ebenfalls zu teuer ist hier das Trio. Heißt doch Trio, oder? Man erkennt das nicht so gut, weil das ein bisschen scheiße gedruckt worden ist. Ja, liegen lassen. Dann haben wir hier das Lighthouse und das Young Power. Young Power ist komplett Jugendsortiment. Das hier, ja, ist für den Preis zu teuer. Jugendsortiment ist halt das Einzige, was es wohl geben wird. Ja, ebenso wie das Kids Power. Ja, ist für Kometware halt recht teuer. Ja, Komet ist halt nicht so berauschend, finde ich. Hier hätte es die Space Mission Raketen gegeben für 30 Euro. Ja, hier ein Verbund. Ist doch ein Verbund, oder? Nee, ist das ein Verbund? Nein. Doch, drei Verbundsfeuerwerksbatterien. Ja, liegen lassen. Oder ihr wisst, was ich meine. Die Explosive für 30 Euro. Daneben nochmal zwei Verbünde für jeweils 40 Euro. Oder ist das ein Verbund? Nee, doch beide. Big Beast. Ja. 40 Euro, Alter, das liegen. Junge, chill mal, lass mal das Haus heile. Dann Skyfall, 40 Euro. Daneben haben wir ein ganz schön teures Pack. Oder hätten wir ein ganz schön teures Pack gehabt. Dann haben wir hier die Maxi-Vesuv-Vulkane sind ganz schön, aber für den Preis ist das ein bisschen viel. Hier ein paar Partyartikel. Die Eyecatcher, ganz schön eigentlich. Soundcheck, na, ja, ich werde jetzt nicht so ganz drauf eingehen, auf die ganzen Sachen. Space Ranger. Dann haben wir hier die Outburst für 20. Und die Powershooter, ja, Wunderkerzen, brauchen wir jetzt nicht so wirklich drauf eingehen. Dann haben wir hier nochmal ein paar Packs. So, 13 Raketen. Welches ist das? Wilde 13, was kostet der Spaß? Gar nichts gratis, gut. Ja, dann haben wir hier nochmal das Magie-Countdown 4.0. Ja, ihr habt hier halt mehr oder weniger Premium-Artikel drin. 7 Raketen, glaube ich. 2, 4, 6, nee, 6. Ja. Lasst liegen, es ist zu teuer. Ihr wisst, was ich meine. Ich sage immer, lasst liegen, als würde es noch Feuerwerk geben, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, das kann man sich hier mitnehmen. Hätte natürlich. Dann haben wir hier nochmal ja, Leuchtfeuerbombetten. Das, achso, das ist Leuchtfeuer. Das heißt so, ja gut, für 20 Euro ist ganz schön teuer. Daneben nochmal eine Batterie für 20 Euro, die Area 64. Und nochmal einen fetten Verbund, die Overtüre und der Pyro King für 68,19 €. Ja. Genau, das Video habe ich wie gesagt gemacht, um ja, einmal zu zeigen, was es hätte gegeben und um zu sehen, wie sich die Preise im nächsten Jahr verändern. Da bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.